So, es wird Zeit. Nützt ja nichts, wir müssen ja irgendwann mal weiterkommen. Ich habe mich jetzt lange genug hier versteckt. Und jetzt wird's würzig. Bin mir nicht mal mehr sicher, ob hier jetzt noch... Ja, hier kommen Typen von hinten, hier von überall kommen jetzt gleich noch Leute. Es wird kein Zuckerschlecken, sage ich euch. Warte mal, kann man durch diese Türen eigentlich durch? Tatsache, denn hier ist nämlich noch was. Lieber nicht liegen lassen, nachher vergessen wir es noch, weil wir so panisch flüchten wollen. Denn diese beiden Kumpel da oben, ja, ihr könnt es euch denken. Ashley muss es machen. Wir dürfen sie beschützen und uns gleichzeitig auch noch irgendwie verteidigen. Was aber jetzt ein bisschen schwer fallen dürfte mit nur, naja, 15 Schüssen Schrotmunition. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Okay, das ist genial. Das werde ich gleich sowieso brauchen. Da werdet ihr sehen. Das werde ich gleich brauchen. Außerdem habe ich noch 3 grüne Kräuter. Die kombinieren wir mal. Und wenn wir dann halb tot sind oder fast tot, dann benutzen wir das. Gut. Look, there's a crank over there. Look, there's a crank over there. Holy fucking Jesus Christ. Wie viel Munition haben wir denn? 11. 11 Schüsse, das ist nicht viel. Könnte aber mit gut gezielten Schüssen von der Red 9 könnte das genug sein. Und hier haben wir nochmal ein bisschen... Oh, sauber. Okay, alles da jetzt. Wenn ich mich jetzt nicht total doof anstelle, was ich aber leider sehr oft mache, dann schaffen wir das jetzt aber trotzdem. Also, hoch mit dir. Jetzt geht's ab. Ich bereite mich mit so behinderten Aktionen übrigens auf schwierige Situationen vor. Das hilft, Stress abzubauen. Also nicht wundern. Versteckt euch hier hinten in der Ecke. So könnt ihr nämlich nur von vorne angegriffen werden und so habt ihr Ashley im Blick. Zum Beispiel, so wie jetzt... Scheiße. Das geht jetzt leider nicht anders. Jetzt kommen sie nämlich von allen Seiten, wie man sieht. Und ich finde wieder meine I-Taste nicht. Okay, der erste Block ist da. Sie rennt rüber. Hoffentlich kann sie dem Typen ausweichen. Mann, ist die gut. Okay, hier kommen schon die nächsten Kollegen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich muss ja auch mal mein Scharfschützengewehr irgendwann mal nachladen. Okay, okay, okay. Ein Schuss, der muss sitzen. Scheiße, mehrere von überall. Nachladen, nachladen, nachladen. Ich kann jetzt mal nicht auf mich selber achten. Wow, okay, okay, den muss ich einstecken. Geht ja nicht anders. Ja, okay, ich bin schwer am Ricke. So, Ashley, wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen beeilst? So ganz bisschen, vielleicht? Haben wir da neue? Vielleicht schafft sie es bis dahin. Okay, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Okay, es hat besser geklappt, als ich dachte. Leon!
So, jetzt nichts wie weg hier. Wir scheißen jetzt auf die anderen Typen. Obwohl. Ich hab eine Idee. Ich hab doch mal eine Idee. Wir parken Ashley hier hinten einfach. An der Tür. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Mit wenig Munition hoffentlich. Lohnt sich das überhaupt für die paar Typen da noch? Wait. Was sagt denn unsere Munition? Oh, wir haben noch relativ viel. Eigentlich brauchen wir das nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin halt geizig, ne? Wo sind denn überhaupt noch welche? Ich sehe gar keine mehr. Und da ist einer. Der jetzt gerade hier hinkommt. Und das war's. Ist das auf den einen Pfeifen war? Follow me. Wir haben es ganz gut hingekriegt, glaube ich. Direkt beim ersten Versuch. Ich hätte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass ich 2, 3 Versuche brauche. Also von daher, ich bin zufrieden. So, wir sind denn... Erstmal durchatmen. Entschuldigung, ich muss ja durchatmen. Hier gibt's... Ich bin wieder so am Schniefen. Was ist denn das? Meine Nase ist frei, aber ich pfeife wie so ein... Keine Ahnung. Oh ja, her damit. Hier ist ein Verkäufer und ein Schießstand. Und diesmal werde ich das Schießspiel versuchen zu kriegen. Nichts wie beim letzten Let's Play. Da habe ich sie einfach ausgelassen. Ja. Keine Sorge, ich sehe, was da glänzt im Auge. Kein Problem. Gewehrmunition wieder auffüllen, das ist auch gut. Hier kann man nichts machen. Hier dürfte eine Granate drin sein. Yep. Und hier im Auge dieser Schönheit. Okay, war das doch woanders? Ich habe gerade was glänzen gesehen noch. Hä? Ich weiß, ich habe hier irgendwo ein Spinell glänzen gesehen. Vielleicht bei der Ollen. Nehme ich, nehme ich. So. Da kann man hoch, okay. Dann versuche ich mich jetzt mal am Schießstand ein bisschen. Was wahrscheinlich totaler Fail wird, weil ich, naja. Weil man da nun mal mit Waffen schießen muss, die der einem gibt. Zielschießen. Ja, auf jeden Fall Schnellfeuerwaffen. Mit dem Scharfschützengewehr schafft man das, glaube ich, gar nicht. Oh, okay, dann eben mit der TMP. So. Nebel. Dann nochmal. Ich hab doch genau drauf getroffen, Mann. Das war ein Fail. Anzahl Preise 2. Sie verarschen? Muss doch besser gehen. Versuchen wir es nochmal. Vögel treffen auch. Zielt das auch was? Wie viele Preise waren das? 4. Na toll. Ist das wirklich das Beste, was ich kann? Ich glaube ja. Oh. Lieber nicht Ashley treffen.
Mann! Kann doch nicht wahr sein, dass ich den scheiß Kopf nie treffe. Ja, super. Er steht, ist echt ganz toll. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch besser gehen. Wenn man schon den ersten verkackt, dann kann es schon gar nichts mehr werden. Die Kopfschüsse treffen geben wohl mehr Prozente. Ja, definitiv. Kopfschüsse geben mehr Punkte. Na, hätte ich mal drauf kommen können. Hätte ich mir mal auf den Kopf gezielt. So, ich glaube, jetzt habe ich alle. 6 Preise. Mehr kann man, glaube ich, pro Schießstand nicht gewinnen. Und das gibt dann ein bisschen Geld. Kronkorken. Spiel beenden. Sie haben 6 Punkte gewonnen. Erste Rang 15.000. Ja, okay, das war erfolgreich, das Ganze. Keine Sorge, wir müssen nicht unsere eigene Munition dafür verwenden. In Tessuren! Sie sehen 4 Reihen. Jeweils mit 6 Kronkorken. Und die ersten haben. Oh, ups, Entschuldigung. Haben wir. Taste 4 war. Welcher? Was war denn Taste 4? Keine Ahnung. Naja, was soll's. Können wir uns die Sounds eben nicht anhören. Ist nicht ganz so dramatisch. Ashley kriegt schon wieder Angst. Dass ich sie wegballer. Naja. Kann man jetzt so und so nehmen, ne? Sehen. Immerhin 15.000 Peseten. Für so gut wie gar nichts tun. Das ist schon nicht schlecht. So, mein Freund. Hast du was Neues für uns, oder was? Welcome. Erstmal verkaufe ich dir ein bisschen was. Was kann ich dir denn überhaupt verkaufen? Nimm mal 2 Handgranaten von mir und eine Brandgranate. Purpurnen-Edelstein, ja, toll. Naja gut, die Maske werden wir wohl noch finden. Ich meine, sind ja noch genug Schätze hier. So, was können wir tunen? Wir können die Red 9 tunen. Oh. Pornomäßig. Kapazität auf 15, für 12.000 auf jeden Fall. Schrotgewehr, Sturmgewehr automatisch. Kapazität auf 14, ja. TMP, auch endlich mal ein bisschen stärker, sehr gut. Und das war alles, was ich hier tunen möchte. Und wir haben immer noch 171.000. Das ist doch mal richtig nett, ist das doch. Ne? Ach so, war genau, hier war ja. Kam hier nicht irgendwie auch was ganz Tolles? Warte mal. Schauen. Neben uns ist ein Schatz? Zur Hölle? Wo? Ach so, warte mal, der war glaube ich oben. Wo wir jetzt aber noch nicht hin können, glaube ich, weil da noch was im Weg steht. Oder? Ja, genau. Ja, da hinten. Da kommen wir später hin. Gut. Dann müssen wir jetzt erstmal die Olle loswerden. Vorher aber speichern. Oder mache ich gleich eine kurze Pause und... Ja, ja, wir haben sowieso keine Zeit mehr. Dann speichere ich jetzt, mache eben eine kurze Pause für mich selbst. Davon kriegt ihr nichts mit, weil ich danach direkt weiter aufnehme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Bis denn!